Hallo Leute, willkommen bei der Sims 4 Katzen retten Oma Challenge. Dies ist Teil 4 und wir sind schon ungeheuer weit gekommen. Ich wollte die Challenge auch nicht schwierig machen, sie sollte auch schnell gehen. Das wird sie tun, weil wir jeden Tag 2.000 bis 3.000 Simoleons mit den Federn verdienen. So, jetzt schläft Mikesh. Ja, du bist aber nicht wirklich müde. Oma, dir könnte es eigentlich schon mal ein bisschen besser gehen mit etwas mehr Kraft, weil das Geld für deine Arztrechnung ist ja schon unterwegs. Wo ist denn der Mikesh? So, er ist wohl gerade aufgewacht. Dann ermunter ihn doch mal mit... wo war das? Mehr Auswahl. Zur Paarung ermutigen mit Meats. Mal gucken, ob das auch so gut läuft. Weil das sollten wir jetzt ja schnell machen. Oh. Oh. Mounts hat wohl Schwangerschaftsübelkeit. Okay, du könntest das hier jetzt mal wegputzen. Und dann gucken wir mal, ob die beiden sich auch gut verstehen. Na, das ist der falsche Winkel. Ja, ja, es klappt, es klappt. Wie schön. Herrlich. Sah ein bisschen anders aus als bei den anderen beiden. Gut, jetzt müssen wir wohl ein bisschen warten, bis wir wissen, ob sie auch schwanger ist oder nicht. Trächtig, sagt man bei Tieren, glaube ich. Oh, da ist auch Dreck. Tja, das ist bestimmt die Schwangerschaftsübelkeit. Okay. Gut, obwohl wir jetzt schon so viel Geld zusammen haben, reicht es natürlich noch nicht. Und wir gehen jetzt weiter fleißig auf die Jagd. So. Ich denke mal, die Katzen sollten auch die Möbel von der Oma ersetzen, wenn das Geld dafür dann noch reicht. Du gehst mal diese hier jagen. Und Meats, du gehst jetzt diese hier jagen. So. Na, wunderbar. Das klappt doch mal wieder prima mit den Federn. Mikesh? Nicht das Bett von der Oma zerkratzen. Es sind Kätzchen unterwegs. Na, wunderbar. Meats ist auch schwanger. Ja, sammel das mal ein, geh aufs Klo. Und Mikesh, was treibst du? Du solltest doch auch hier tätig werden. Ich meine, ihr kriegt Nachwuchs, da braucht ihr doch Babyausstattung und so. Aha. Ah, anscheinend will Meats... Ah, sie will dem Mikesh erzählen, dass sie Babys kriegen. Och, wie süß. Das ist ja hinreißend. Jetzt läuft er auch los. Gut. Hast du irgendwas mitgebracht? Meats oder nicht? Geh mal hier jagen. Oh, und da ist auch irgendwie trinken. Okay. Ja, Tiere können ihre eigene Kotze trinken oder essen. Das tun die sogar auch regelmäßig. So. Mounts, wo steckst du? Aha, hier am Chillen. Naja, du bist zwar schwanger, aber nicht krank. Oh, okay. Da müsste Oma wohl mal hier hingehen, um die einzusammeln. Na? Öffnen. Bevor die jemand anders einsammelt. Okay, sehr gut. Und Mounts kommt da angewetzt. Ist nicht mehr so schnell, wie sie schon war.
Wird wahrscheinlich schon etwas schwerfälliger. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob sie die direkt hier bei der Oma abliefert. Ich glaube ja, genau. Ja. Ja, und sie bedankt sich die Oma ganz von selber. Ah, und sie nimmt es auch ganz von selber. Da kannst du hier mal dein Tierchen streicheln, loben und kennenlernen vielleicht. Du könntest ihr ein Leckerchen geben. Und ja, schick sie ruhig mal auf Erkundungstour. Okay. Und dann kannst du hier mal aufwischen. Gut. Mikesh futtert schon das Erbrochene von einer seiner Holden. Ist in Ordnung, wenn es dir schmeckt. So, ich schicke ihn mal wieder auf Tour. Da sind schon wieder welche. Und Mietz kommt gerade angelaufen, bringt aber nichts mit. Oder etwa doch? Nee. Will da hochspringen? Nö, nö. Du kannst mal deiner Arbeit nachgehen. Ah, hier kommt Mauns angelaufen von der Erkundungstour und bringt Federn mit. Das ist gut. Ne? Liegt die da auf dem Tisch oder wie? Ah ja, auf dem Boden. Oma, nimmst du die von selber? Jawohl. Oh, hier schon wieder Kotze. Vielleicht sollten wir so einen automatischen Staubsauger besorgen. Können sie sich eigentlich jetzt leisten? Die Frage ist nur, wo stellen wir den dann hin? Weil das ist schon ziemlich voll. Hier wäre noch Platz, aber dann kommt man wahrscheinlich nicht mehr an den Müll ran. Naja. Oh, und du hast dich geärgert wegen der Zerkratzung? Ja, da hast du recht. Da hast du völlig recht. Das müssen wir denen mal abgewöhnen. So, jetzt. Eieiei. Ich kotze die ganze Zeit. Ja, die Vögel müssen sich wohl erstmal erholen. Ja. Und Mounts geht immer wieder auf Tour. Das ist wohl der Vorteil von der Erkundungstour, dass die dann nicht nur einmal weg sind, sondern immer wieder gehen. Ah, Mietz, du könntest hier Tauben jagen. Und Mikesh ist schläfrig. Was ich mal überprüfen wollte, ist, wenn man jetzt auf sich selber klickt, um Objekt herumlaufen und jaulen. Und die anderen Sachen sind unklar. Na, leg dich doch einfach mal hierher. Mach mal reinlegen. Dann kannst du ein Schläfchen halten. Na? Mietz läuft dahin, wo die Oma eben noch war. Ja, ich leg's der Oma ins Inventar. So. Ah ja, Oma war wütend wegen der Zerkratzung. Nachvollziehbar. Oh, dieses kleine Haus werde ich übrigens in der Galerie hochladen, falls ihr das mögt. Ich meine, das kann man nicht nur für die Challenge nehmen, sondern auch so für irgendwie jemand, der allein lebt und Tiere hat. Da ist ja hier im Schuppen einige Ausstattung für die Tiere und ja, mir gefällt das ganz gut. Und wenn es euch auch gut gefällt,
dann könnt ihr euch das runterladen. Und wenn ihr es nicht findet, dann sagt mir Bescheid. Vielleicht habe ich dann vergessen, es hochzuladen. Denn jetzt gerade habe ich es noch nicht fertig hochgeladen. So, wo bist denn du? Auf Erkundungstour. Na, das ist doch toll. Aber hast offenbar nichts gefunden jetzt in der letzten Runde. Hm. Man sieht ihr die Schwangerschaft noch nicht an. Das kann gut sein, dass wir jetzt noch ein paar Folgen spielen müssen, bis die Babys kommen. Werden wir sehen. Ja. Na, das zieht sich ja ganz schön, bis sie wieder zu Hause ist, die Mounts. Ach, da ist das Zuhause. Oh, ah, ein Päckchen. Die gibt es vielleicht auch, wenn man die Tiere auf Erkundungstour schickt. Dann mach mal dieses Päckchen auf. Und vielleicht lasse ich sie dann auch mal ein Busy-Business-Zwerg. Lasse ich sie mal die Meets auf Erkundungstour schicken. Meets, wie geht es dir? Das ist das Schöne mit dem Mod, das kann man überprüfen jetzt. Gut, dann soll die Oma Henriette erstmal ein bisschen loben und reden mit und streicheln und dann auf Erkundungstour schicken. Und dann könnte sie eigentlich das gleiche auch mit Mikesh machen. Mal gucken, ja, Mikesh geht jetzt erstmal für kleine Katzenkönige. So, schauen wir mal, wie Oma das macht, das Kümmern um die Katzen. Oh, wie derb sie kratzt hier. Schlimm, und es sieht auch tatsächlich ganz zerkratzt aus. Du könntest hier auch mal... Ah, nein, Oma soll... über Kratzen belehren. Okay. Und steigt jetzt bei Meets. Oh, die Zuwendung ist sehr gut gestiegen. Wunderbar. Na prima, dabei sind die noch gar nicht fertig. Sehr schön. Mounts ist so ein bisschen, ja, verspielt. Aber hat heute schon tolle Sachen gefunden. Ah, jetzt wird sie belehrt. Sehr gut. Und Oma, du könntest auch noch mal dich jetzt hier ein bisschen um Mikesh kümmern. Zum Beispiel streicheln und vielleicht loben und dann auch auf Erkundungstour schicken. Das ist irgendwie, das mit der Erkundungstour funktioniert recht gut, finde ich. Und Mounts war ja heute schon auf der großen Erkundungstour. Mounts schicke ich hier hin. Und dann bin ich gespannt, was heute zusammenkommt. Okay. Oma und Mikesh sind soeben beste Freunde geworden. Na, das ist doch toll. Vielleicht können die dann auch Kumpel werden. Das muss ich auch mal überprüfen, ob das auch mit Katzen geht. So, Oma, sammelst du das ein? Ja, und jetzt könntest du auch stopp mal deine kleine Mounts loben und so weiter. So, nein, umgekehrt. Oma soll
Loben und was machen wir noch? Vielleicht kennenlernen und mal bürsten. Und streicheln. Dann werden die hoffentlich auch bald beste Freunde. Bürsten. Und dann darf Oma was essen. Gucken wir mal, was sie da essen könnte. Sie könnte zum Beispiel ein Schinken-Käse-Sandwich essen. Und vielleicht noch einen Joghurt dazu. Ja. Oh, das ist doch herzallerliebst. Das muss ich doch mal schnell verscreenshotten. So. Wie sich die Oma, die jetzt zumindest wieder etwas zuversichtlicher geworden ist, um ihre lieben Tiere kümmert. Hier habe ich übrigens so ein Tor gemacht aus Halbwänden, aus hohen Halbwänden, weil ich wollte keine Tür, die zu ist, sondern halt so ein offenes Tor. Das ist vielleicht irgendwie eingerostet und hängt hier und geht gar nicht mehr richtig zu. Und darum können die Katzen da immer reinrennen. Aber sie kommen ja hier auch gut raus und rein. Da unten habe ich auch eine Katzenklappe. Und dann habe ich hier ja ziemlich viel Unrat hingelegt. Ah, Mounds, du könntest hier nochmal tätig werden. No, Meekash war unterwegs. Mal gucken, ob er was abgeladen hat. Ein Geschenk. Ach, wie süß. Na, das stecken wir der Oma einfach mal in die Tasche. Dann kann sie das heute Abend aufmachen. Ah, heute Abend ist bald. Sobald sie fertig gegessen hat und die Katzen von ihren Touren heimkommen, dann machen wir Kassensturz. So, könnte Mounds noch mal hier hinschicken. Hier ist auch noch was. Naja, man kann mit diesen Federn auf jeden Fall mehr Geld verdienen, als wenn man die Sims rumschickt zum Steine ausgraben. Scheiben. Scheiben, Scheiben, ne? Ein leckeres Joghurt zum Nachtisch. Dabei ist sie eigentlich schon satt. Naja, sie hat jetzt so lange nicht viel Appetit gehabt. Das kann sie jetzt mal gut gebrauchen, dass sie mit etwas mehr Appetit isst. Okay, ich glaube, Meekash und Meets sind noch unterwegs und Mounds ist gerade auf dem Heimweg, ja. Ja. Super gut. Ah, Oma geht baden und ich packe das mal in ihr Inventar. Da kommt auch Meekash zurück. Meekash stinkt. Das Praktische ist, man muss die Katzen nicht baden. Die machen sich, putzen sich von selber sauber. So, Mietz, wo bist du? Ah, auf dem Heimweg, okay. Zum Grundstück zurückkehren. Ja, das ist gut. Warte mal, wenn du hier sowieso zurückkehrst, kannst du hier noch einmal die jagen. Oh, wie süß. Ich glaube, in meinen anderen Let's Plays muss ich die Tiere auch einziehen lassen und nicht versuchen, mit Haushaltsfremden zu paaren. Dann geht das irgendwie einfacher. Denn das mit der Paarung hat jetzt ja sehr gut geklappt. So.
Ach, sie bringt's ihr sogar bis zur Badewanne fast. Ja, leg's mal hin. Ich kümmere mich drum. Sehr gut, du darfst dann auch schlafen. Okay, oioioi. Dann mach mal hier das Geschenk auf. Und jetzt haben wir hier ganz viele Federdinger aufzumachen. So. Ja, na super gut. Das sieht nach einer üppigen Beute aus. Hier kann man richtig Geld verdienen. Also wenn man natürlich Level 10 der Malerei hat, kann man noch mehr Geld verdienen und mit einem gut ausgestatteten Garten natürlich erst recht. Aber so für jemanden, der meistens rumsitzt und Bücher liest und höchstens mal eine Katze streichelt, ist das doch ein gutes Einkommen. Ah, wir hatten 7.500, glaube ich. Nee, 7.000 und nur wenige dazu. 12 von diesen Federn, Taubenfeder. Okay, immerhin 300. So. 70. Papageienfeder, die bringt alleine 120. Jetzt haben wir 9.345. Also noch nicht ganz die 10.000 zusammen. Ah, und im Inventar ist wahrscheinlich noch was gelandet. Ach, jetzt kommt der Vampir. Nein. Mietz, verschreck den mal. Er ist weggegangen. Die kommen wohl nicht gerne in Haushalte mit Haustieren. Hier haben wir noch aus den Geschenken eine Keramikkatze und einen Busy-Business-Zwerg für 280 Simoleons. Wir haben jetzt 9.720, also fast die 10.000 zusammen. Wunderbar. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.